Wie Harry Potter, aber mit sexy Vampiren. Wenn das kein Hit hätte werden können. Ich heiße Rose Hathaway und ich habe geschworen, die königliche Blutlinie bis zu meinem Tod zu beschützen. Leider verzettelt sich die Buchverfilmung von Vampire Academy in viel zu vielen Erklärungen und Nebenaspekten. Wann hattest du zuletzt was zu beißen? Sicher, das macht dir nichts aus? Bon Appetit. Auch die Schauspieler spielen eher gepflegt langweilig und für fantastisch große Bilder hat offenbar das Geld nicht gereicht. Eine Frau, besonders eine mit einer Schwäche für Blut und Magie, hat auf jeden Fall Stimmungsschwankungen. Immerhin ist dieses Mal der Fall klar, das Buch ist besser als der Film. Wir bleiben noch bei Büchern. Die Nazis haben sie verbrannt. Doch ein kleines Mädchen holt sich heimlich ihren Stoff zum Lesen und Leben. Papa! Wer ist das, Papa? Sein Name ist Max. Er braucht Hilfe. Versteckst du dich vor Hitler? Ja, ich bin Jude. Die Story von Die Bücherdieben ist fiktiv und manchmal etwas zu kitschig und auf die Tränendrüse drückend. Wenn irgendjemand ihn sieht, nehmen sie dich mir weg. Und ich kann dir nicht sagen, was sie mit ihm machen würden. Aber hier sind die Schauspieler mit dem Herzen voll dabei und deshalb ergreift's einen dann doch. Was soll das Ganze? Max! Ich will dich nicht verlieren. Zum Schluss noch ein Routineflug. 6 Stunden nonstop von New York nach London. Beschützt von Liam Neeson als Sky Marshal. Da wird ja wohl nichts schief gehen. Jemand hat gedroht, alle 20 Minuten einen Passagier auf diesem Flug zu töten. Es sei denn, 150 Millionen Dollar werden auf dieses Konto überwiesen. Okay, also doch ein Actionfilm. Und zwar einer mit vielen überraschenden Wendungen. Ladies and Gentlemen, ich muss Sie nun bitten, alle die Hände über den Kopf zu nehmen. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was Sie vor... Agent Marks, das Konto, das Sie uns genannt haben, läuft auf Ihren Namen. Was? Nonstop gibt sich nicht so viel Mühe mit seinen Charakteren. Die meisten Figuren werden nur äußerst knapp vorgestellt und sind schnell vergessen. Aber dafür sitzt man 90 Minuten höchst gespannt verkrampft im Flugzeug. Pardon, im Kinositz. Soweit die Kinotipps.